geschafft. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. In der letzten Folge haben wir es geschafft, da aus diesem, rauszukommen. Ja. Kaufhaus oder sowas, Bürogebäude. Ich habe keine Ahnung. Ja, ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Genau, ich bin auch so ein Profi. Ich habe auch Glück. Oder manchmal auch nicht. Damit wohin müssen halt wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Ich habe kein L3. Ah, linker Stick, okay. Also oben drüber, nehme ich mal an, meint sie jetzt. Müssen wir nicht da links rum? Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Moment, 1, 2, 3. Einer ist da drin. Kommen wir da anders rein oder müssen wir hier vorne rein? Haben wir da so eine Art Haupteingang? Oh, aber wenn ich den einen kaputt mache im Schleichmodus, dann sind die anderen doch auch direkt... Die sind doch direkt da, oder? Oh. Und ich dachte schon, das wäre scheiße, was wir jetzt hier gerade... Moment, Taschenlampe darf ich anmachen, hatten wir ja gehört. Gelesen. Oh, wenn der andere jetzt getriggert wird, ne? Ich dreh durch. Tess, hilf mir. Okay, wir machen das jetzt mal auf die ganz clevere Art und Weise. Moment. Ach, geh mir mal aus dem Weg, Mädel. Mann, guck mich so. Ich weiß, du hast Angst und das alles, aber ich muss von der anderen Seite nochmal ran. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt hier nochmal gehe oder laufe. Ich denke mal, dann hören die mich auch. Der steht direkt hier links, ne? Also auch nicht viel besser, um da ranzuschleichen. Nicht gucken. Guck woanders hin. Ich glaube, das ist wirklich besser, von der anderen Seite daran zu schleichen. Ja, ich weiß, ich bin manchmal so ein kleiner Schisser, aber ich... So wie er jetzt gerade stand, fand ich ehrlich gesagt, dass es von der anderen Seite besser wäre. Also versuchen wir jetzt nochmal davon aus. Davon aus, volles Deutsch. Wenn ich doch denke, dass es nicht so gut ist, dann mache ich den anderen. Okay, ich denke doch, dass es nicht so gut ist. Ich mache den anderen. Okay. Was war das gerade? Der steht da immer noch so scheiße. Wir kommen ja aber auch nicht durch, oder? Jetzt haben wir die hier so schön kaputt gemacht. Ach so, wir müssen... Ach, ja, okay. Wir müssen das Ding rausmachen. Ich verstehe. So, an denjenigen, ich weiß nicht mehr, wer es war, der mir geschrieben hat, dass ich nicht schleichen muss. Wenn ich jetzt sterbe, bist du es schuld. Also, dass ich nicht im Dingsmodus schleichen muss. Ja, das war jetzt lauter, als eigentlich geplant war, aber okay. Gibt es hier sonst noch irgendwas, weswegen wir leise sein müssen? Sieht im Moment noch nicht so aus. Ich wurde von so einem gebissen. Sie haben noch Gesichter. Wie, sie haben noch Gesichter? Wurden gerade erst verwandelt. Okay, dann mal los. Natürlich haben die Gesichter. Ja gut, die anderen, die Klicker, die haben natürlich keine Gesichter. Kann ich das hier so... einfach so frisch vom Fröhlich frei runterstoßen? Ja, kann ich. Okay. Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet, ob das geht oder nicht. So, wem soll ich helfen? Oder können wir einfach... Wir können einfach so. Perfekt. Klettert hoch. Kommt her. Kommt hoch. Ich gehe euch auch aus dem Weg. Ich helfe euch nur nicht. Das müsst ihr schon alleine machen. Aber Abby ist doch sehr sportlich begabt, oder? Ich meine, die kam ja hinten... Also beim letzten oder beim vorletzten kam sie ja auch super gut durch. Okay, hier höre ich jetzt erstmal nichts.
voll auf die Fresse geflogen. Sag mal. Der ist hier... Aua. Spring mir doch nicht hier drauf. Ah, da ist noch was zu lesen. CGI-Sicherheitsbroschüre. Das Centers for Disease Control hat diese Broschüre über die Cordyceps-Gehirnfunktionen CGI herausgegeben, um die Achtsamkeit und Verhinderung der Ausbreitung zu verbessern. Hintergrund: Der parasitäre Cordyceps-Pilz ist in der Lage, den Geist des Wirts zu übernehmen und sein Verhalten zu beeinflussen. Bis vor kurzem hat er nur Insekten und einige Arten von Gliederfüßlern befallen. Eine neue Spezies ist in der Lage, sich auch im Menschen einzunisten. Übertragung. Die beiden bekannten Übertragungswege von CGI sind Einatmen der von Cordyceps abgesonderten Sporen, Kontakt mit Körperflüssigkeiten einer mit CGI infizierten Person, in der Regel durch einen Biss. Inkubation. Nach der anfänglichen Infektion breitet sich der Parasit innerhalb von 1 bis 2 Tagen ins Gehirn des Wirts aus. Die Inkubation ist abgeschlossen, wenn der Cordyceps alle körperlichen Funktionen seines Wirts übernommen hat. CGI, erstes Stadium. Symptome. CGI-Patienten im ersten Stadium legen launisches, gewaltsames Verhalten an den Tag und gehen auf alle in ihrer Umgebung los. Nach einer gewissen Zeit durchbricht der Pilz das Gewebe des Wirts, um die Verbreitung von Sporen in der Luft zu ermöglichen. Behandlung. Es gibt keinen Impfstoff gegen CGI. Auch zur Verlängerung der Inkubationszeit ist keine Behandlungsmethode bekannt. Diagnose. CGI kann durch einen Bluttest oder eine mikroskopische Untersuchung, in der Regel im Ohr, festgestellt werden. Die Testergebnisse fallen bereits Minuten nach der Infektion positiv aus. Ja. Ich würde gerne sagen, das weiß ich alles. Nehmen wir das mit oder nehmen wir das nicht mit? Noch haben wir eine Pistole, ne? Deswegen... Wo müssen wir hin, Tess? Joel, hier drüben. Oh, das ist ein Frösche, oder? Ich dachte gerade schon. Wir gehen durchs Gebäude. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Sorry, ich meine ja nur. Aha, ich kann sie aber verstehen. Ich möchte auch nicht unbedingt da durch. Och, jetzt geht das wieder los. Komm. Nein. Wenn ich gedrückt halte, sollst du das hochziehen und nicht immer wieder abbrechen. Was? Ich höre nicht. Okay, ich schon. Ich habe eine Frau schreien hören. Ich weiß. Oh shit. Was am Schuh. Eklig. Sorry. Okay, das war gerade geil. Wir hier wieder raus. Finden wir es aus. Okay, also hier und sehe ich jetzt gerade nichts. Wieso ist meine Taschenlampe eigentlich schon wieder aus? Was nicht heißt, dass jetzt hier einer durchbrechen soll. Ja, das ist ihre Meinung. Das ist ein guter Platz. Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Okay. Ich war auf diesem Militärinternat. Moment, machen wir gleich. Wie bitte? Ich höre hier nichts. Die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und... so kam das. Verstehe. Was wir Runner nennen, was nennen wir Runner? Was passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Also wer das weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mich würde wirklich mal interessieren, was so ein Runner ist. Es hört sich ja an, als ob das ein Weg ist. Ich kenne das nur von einem anderen Film. Ich glaube, es waren 3 Teiler. Dass die, oder war das sogar das Labyrinth? Ich komme gar nicht auf den Namen. Das war auch was mit Zombies. Da sind die Runner, die halt besonders schnell laufen können. Nachladetempo, Kapazität. Ja, wie kann ich das denn? Verbesserung?
Kosten 15. Okay, Schutzfolge ermöglicht dir, die Waffe schneller abzufeuern. Kapazität wäre nicht schlecht, weil ich kann ja eh irgendwie nicht nachladen. Nachladetempo wäre natürlich auch geil, aber... Ach so, da brauchen wir von dem anderen Ding noch was. Okay, ich würde sagen, dann machen wir erstmal Magazinkapazität. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Moment, wir gehen erstmal... Kann man da nicht sehen, welche von denen besser... Ach hier, mittlere Reichweite, moderater Schaden und langsames Nachladen. Hört sich schon schlecht an. Geringe Reichweite ist natürlich, ne? Hohe Feuerrate ist auf jeden Fall gut und annehmbare Genauigkeit. Ja. Kurzwaffenholster. Erstelle einen zusätzlichen Platz im Waffenkreuz, um schnell eine zweite Kurzwaffe zu ziehen. Oh, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Allerdings brauchen wir da genau das, was wir nicht haben für. Also bringt uns das gerade gar nichts. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir eh nicht so viel zur Auswahl haben, machen wir einmal die Kapazität hoch. Zeig doch mal, wo du dran rumschraubst. Ich würde das auch gerne wissen. Wobei die Pistole schon ziemlich alt aussieht, muss ich sagen. Aber der vordere Teil fehlt irgendwie. Das ist natürlich Absicht, nehme ich mal an. Also diejenigen unter euch, die sich mit Waffen auskennen, können mir da sicher was zu schreiben. Und ja, es interessiert mich wirklich, weil ich hoffe, niemals eine Waffe benutzen zu müssen, aber mich sehr dafür interessiere, wie so Pistolen und so weiter aufgebaut sind. Da brauchen wir jetzt schon wieder einen Teil für. Schussfolge ermöglicht dir, die Waffe schneller abzufeuern. Dann hätten wir aber alles weg. Ich hätte schon gerne das Nachladetempo. Erstmal das Nachladetempo gemacht. Wie viel können wir jetzt überhaupt? Plus zwei haben wir jetzt mehr drin. Schneller abfeuern heißt natürlich auch schneller das Magazin leer. Also ich würde sagen, wir warten erstmal und wir sparen das jetzt erstmal. Ja. Ja. Sieht gut aus. Ne? Finde ich auch. Das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe, aber ich finde auch, es sieht gut aus. Hier können wir übrigens weiter testen. Abby, wo seid ihr? Wo sind die denn? Ach, jetzt kommen sie plötzlich. Moment, ich gucke noch mal kurz hier rein, ob hier noch irgendwas ist. Oh, gucke mal. Wasser und keine Ahnung, was er sich jetzt da eingepackt hat. Das kann ich jetzt nicht sehen. Sag mir bloß nicht, was du eingepackt hast. Kein Thema. Kommt ihr mit? Dann können wir weiter. Los. Ich höre euch noch mal kurz. Aber ich glaube, da kann ich eh nichts hören. Naja, ich weiß, kleiner Schisser. Denk dran, ne? Oh. Wurden die hier restauriert oder wurden die hier gefälscht? Ah, sieht mir eher nach Letzteres aus, oder? Sind wir hier einer Fälscherbande auf die Spur gekommen? Übrigens das Grüne, was hier drunter liegt, das hat eigentlich was mit Nähen zu tun. Weil da kann man nämlich Strickmuster und so weiter drauf ziemlich genau einzeichnen und dann cutten und so weiter. So eins habe ich mich auch. Weil ich habe damals ja Nähmuster erstellt und verkauft. Bis dann irgendwann der Wander mal geschlossen hat. Oh. Geht mir doch mal beide aus dem Weg. Ich wollte... Boah, Leute. Ich wollte mich mal hier umsehen. Boah, das wäre so richtig geil für mich, ne? Überall Farbe, Pinsel. Ich meine, ich mache es ja heute alles digital. Leider nichts mehr so... Normal, sage ich jetzt mal, mit Papier und... Ja, Papier und Stift schon noch teilweise, aber... Muss mal eben hören. Okay. Das meiste läuft halt digital. Über das Grafiktablet. So, Moment, haben wir jetzt so ein Teil geholt, was wir eigentlich brauchen? Das hier alles für Büsten. Will ich wissen, was sie damit angestellt haben? Ich gehe nochmal kurz zurück. Es tut mir leid, Leute. Damit meine ich jetzt Abby und Tess. Weil ihr seid es ja schon gewohnt von mir. Hier müsste es doch ganz gut gehen. Ja, ja, ja. Nerv mich nicht. Nee, es ist nicht das gewesen. Was haben wir denn dann bekommen? Ich weiß es nicht. Schade. Sehr schön. Naja, schön ist es nicht. Ich dachte, wir hätten dieses rechte Teil da jetzt gerade bekommen. Aber es war anscheinend irgendwas anderes. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Gut, dann lasst uns mal weitergehen, Mädels.
gefällt das ganz und gar nicht, weil wenn gar keine Gegner kommen, heißt das meistens, dass danach sehr viele kommen. Okay, das ist zu. Was haben wir hier? Sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Oh oh. Oh oh. Das heißt nichts Gutes, oder? Mädel, kriegst du es noch nicht mal hin, ohne irgendwo gegenzulaufen oder was kaputt zu machen, hier rumzugehen? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Komm hier hoch. Ja. Können hier noch nichts hören. Was ist das denn? Ach du Schande, wo sind wir hier in einem Museum gelandet oder so? Ich glaube, was? Warst du das gerade, Tess? Sag mir bloß, ob du das gewesen bist. Ich weiß nicht, wir sind irgendwie so laut hier. Ich weiß auch nicht. Mir ist es lieber, wenn ich hier mal ein bisschen schleiche. Habe ich da nicht gerade irgendwie eine Schlange oder sowas gehört? Es ist wirklich ein Museum, hat sie übrigens gerade gesagt. Die Sachen sind Jahrhunderte alt, habe ich, glaube ich, gerade verstanden. Also nichts mit Kunstfälscher oder so, aber sieht schon geil aus irgendwo. Also muss man den jetzt wirklich lassen. Wenn man jetzt vorstellt, tolles Deutsch. Wenn man sich jetzt vorstellt, hallo, machst du es mal auf, bitte? Ja? Wie oft muss ich Y drücken? Danke. Ach, das war ein Messer, was ich vorhin bekommen hatte, glaube ich. Ah. Okay. Da können wir auch noch rum. Ich würde aber erstmal sagen... Ach, musst du mich so erschrecken, Tess. Laufen wir doch nicht immer im Weg rum. Mist. Was? Warum? Achso, nee, das war der Ort, wo wir rauskamen. Dann lass uns mal hier durchklettern. Wenn man sich jetzt vorstellt, das ist jetzt so eine Zombie-Apokalypse und so. Und dann hat man gleichzeitig noch ein Museum, wo ja quasi seine eigene Zeit das Museum schlechthin ist. Ja, es war so. Ich lebe! Ich werde außen rumgehen. Wir sind hier. Tess. Renn! Renn! Scheiße! Ich kann nicht rennen. Ich bin eingeschlossen. Also, sie sind da. Okay. Ich muss jetzt aber wieder zurück, wenn ich das richtig... Warte mal, da hinten ist jetzt aber auch... Ah, nee, hier kamen wir her. Tess. Oh, gerade Klicker, ne? Ich kriege hier die Krise. Da läuft ein... Nee, das ist ein Klicker, ne? Oh, fuck. Oh, fuck. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe nur ein Messer. Nein, du sollst laufen. Lauf doch mal. Junge, lauf. Ich habe doch keine Ahnung, wohin. Das ist mein Problem. Reagieren die wirklich nicht auf Dings? Nimm dir die Schere mit, vielleicht kannst du die noch nutzen. Oh mein Gott. Ich weiß aber auch absolut nicht, wo wir hin müssen. Das ist das Problem. Und wieso hat der mir jetzt so gefolgt, obwohl ich extra geschlichen bin? Also ist der mir gefolgt? Ich kann schon gar kein Deutsch mehr hier.
Na, der eine ist rechts. Der andere steht mir jetzt da hinten im Weg rum. Ich meine, geradeaus wäre aber auch noch einer gewesen. Da hinten ist eine Flasche. Ja, da ist auch noch einer. Da hinten ist eine Flasche. Das ist natürlich scheiße, wenn der jetzt links ist, wo ich jetzt hin muss. Ich nehme an, dass ich da hin muss. Also ich habe keine Ahnung. Wir warten jetzt mal. Aber der will gar nicht so richtig hier wieder rum, ne? War ich zu nah dran? Kann das sein? Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das Problem ist jetzt natürlich, mein Messer ist auch weg. Jetzt steht der da genau im Weg rum. Alter. Ich hasse diese Scheißviecher. Können wir nicht das Ganze nur mit Zombies machen? Die kann man besser von hinten abschlachten. Oh Scheiße, da sind noch zwei im Gang, oder? Oh nee. Nee, der ist auf der anderen Seite. Aber der eine hier, der will irgendwie nicht. Oh Gott. Ich muss irgendwie an dem vorbei. Die Frage ist nur, bei diesem Schleichtempo komme ich doch nicht an dem vorbei. Tess. Ja, ruf Tess. Auch noch. Scheiße. Genau, scheiße. Warte mal, da ist eine Tür. Könnt mich doch mal. Komm, jetzt geh doch mal wieder nach links rein. Nee, stattdessen kommt er jetzt zu mir, oder was? Willst du mich verarschen? Ja, geh, geh. Oh Gott. Das sind seine Geräusche. Scheiße. Wo muss ich denn jetzt rum? Oh Gott. Ich habe die Befürchtung, dass ich da hinten durch muss. Oh, geh schneller, Joel, geh schneller. Aber trotzdem leise. Oh Gott, ich kann auch gerade nicht reden, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob wir da rum müssen. Ist da eine Tür? Oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Das ist auf jeden Fall eine Tür. Oh, komm, Joel. Sag mir bitte, dass ich da durch muss. Sag mir bitte, dass ich da durch muss. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Ich mache ja alles in Slow Motion, ehrlich. Sind die da oben oder nach unten gegangen? Ich weiß es doch nicht. Oh Gott, ich habe nur irgendwie die Befürchtung, wenn ich jetzt hier unten loslasse. Achso, Moment, nach hier unten können die gar nicht gegangen sein. Wenn ich hier unten loslasse, dass die mich dann hören und dann direkt nach hier laufen. Vielleicht bin ich jetzt zu übervorsichtig, aber
Ich meine, wenn man jetzt hier nicht schleicht, ne, auf so alten, modrigen Treppen, das hören die doch sofort, würde ich jetzt mal sagen. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Okay. Also, so wie es aussieht, kommt jetzt... Sag mir bitte, es ist eine Zwischensequenz. Sag mir jetzt bitte, ich muss das nicht selber machen. Aber das ist so normaler. Mir geht's gut. Leute, hier rein! Das Mädchen! Scheiße! Tess, knall sie ab! Tess, knall sie ab! Geh mir aus dem Weg! Oh. Komm, die jetzt hier! Testknall sie ab, ich bin... Ach nee, ich bin doch nicht ganz so... Was macht Tess hier eigentlich? Die macht ja gar nichts. Boah, ich muss mich heilen, Leute. Ganz ehrlich. Wie ging das nochmal? Das war verdammt knapp. Oh, das war jetzt aber wirklich knapp hier. Hat die anderen jetzt erledigt? Irgendwas sind die jetzt leise. Hm? Backstein, ja super. Alter, ich dachte, es kommt jetzt eine Sequenz, alles kein Thema. Prescht hier rein und dann, Joel! Und los geht's hier. Ich habe keine Munition mehr, nix. Hallo? Ja, toll. Nee, so eine dumme Flasche will ich jetzt auch nicht haben. Ich brauche Munition. Ich kann gegen die nichts ausrichten, wenn ich keine Munition habe. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Moment. Erstmal müssen wir jetzt nochmal einmal zur Selbstverteidigung und ein Päckchen müssen wir noch machen hier. Heiltempo und so weiter können wir immer noch nicht. Ich will ja maximale Gesundheit verbessern. Okay. Wo sind die jetzt schon wieder hin? Nach oben? Wahrscheinlich. Was habe ich denn jetzt in der Hand? Was zum Heilen oder was? Moment. Ah, jetzt habe ich die Pistole. Okay. Boah. Leute, wollt ihr jetzt einen schönen Sonnenaufgang genießen oder was ist los? Wir müssen irgendwie rüber. Ne? Da ist es. Unser Zielort. Wo? Okay. Gut. Da Tess aber noch nicht so richtig weiß, wie wir eigentlich hier rüber gehen und ich jetzt gerade auch noch nicht so die Ahnung habe, wo wir hingehen könnten. Irgendwie will Joel jetzt gar nicht mehr das... Ach so, das war wegen der Taschenlampe, ne? Er mochte es ja nicht, wenn man die Taschenlampe anhat, dass man sich dreht... Hallo, Joel? Geht's noch? Kleiner. Ich würde sagen, da wir jetzt schon wieder über eine halbe Stunde am Spielen sind, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich kann erstmal tief durchatmen. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.